Und damit herzlich willkommen auf YouTube hier bei unserem Handstream heute. Zwei Folgen haben wir heute schon aufgenommen. Oder eine Folge mit zwei Runden, sagen wir es mal so. Ach, guck an, wir sind wieder hier. Wir sind bei der Spinne und haben keine Haftbombe. Das war so klar, das war so klar. Wir haben uns gerade eben dagegen entschieden, Haftbombe zu nehmen und da. Ich wollte es nicht aussprechen, weil ich gehofft habe, wenn ich es nicht verschreie vielleicht. Ja, will ich gerade, ob hier irgendwo ein Item ist vielleicht, wo man vielleicht, na. Hier ist auf jeden Leben, hier ist eine Laterne, die nehme ich mal mit. Wow! Achso, ja. Das war nicht wegen den Schüssen, oder? Das warst du. Ja. Ich tue jetzt mal Gegengift gleich mal rein gegen die Spinne. Das ist eine sehr gute Idee. Wo ist meine Laterne hin? Ach da. Dann hole ich mal die hintere Laterne auch noch. Ah, das ist noch hier. Ich hasse es hier zu fighten mit der Spinne. Wo war denn jetzt blöde Laterne? War die echt da drin? Wenn du einen Hammer siehst, nimm den mit. Oder nee, Quatsch, wenn du eine Axt ziehst, das war bei der. Irgendwas war eine Axt, ne? Ja, eine Axt. Ne, das ist ein Hammer. Ich weiß nicht, Schaufel ist wahrscheinlich aber stumpf. Ja, natürlich. Also, ich habe jetzt zwei Hämmer gefunden. Hier ist eine Axt. Also, da, wo die Laterne wahrscheinlich drin war. In dem kleinen Hütchen, da ist eine Axt drin. Echt Angst, dass jetzt doch noch irgendwie andere daher eiern. Weil wir sind halt im kleinen Gebiet, die sind da, können halt ganz schnell da sein. Okay. Da drin ist auch nochmal eine Axt. Na gut, wenn vielleicht zwei mit der Axt auf ihn ballern. Wo ist denn die Spinne? Jetzt komm halt runter, du Sau. Ich hasse das hier so sehr. Ich mach hier mal zu, nicht, dass mir mit. Wobei, ich lieber nicht. Geh mal kurz weg. Komm, ja. Ich habe dich hier angezündet. Doch, hast du, aber nicht so tragisch. Sorry. Alles gut, alles gut. Oh, die Axt macht gut was. Damage, ja. Wo ist denn die Axt hin? Ich, also, genau. Ah, komm her, Spnie. Hoffentlich hauen wir uns nicht gegenseitig, da bin ich ein bisschen Angst vor. Warte, ich geh mal so weit weg. Oh, nice. Ich tank grad Leben. Leben, ich meine Ausdauer. Was immer noch weiß, das ist sehr gut. Aber das heißt hier gar nichts, weil sehr weitläufig ist. Die könnten ganz hinten stehen. Aber komm, vier Schläge noch, dann ist die weg, oder? Nein! Jawohl. Alter, voll easy. Ich bin gerade sehr überrascht gerade, muss ich zugeben. Ja. Wenn man doch zu zweit mit Axt drauf klappt. Ich will gerade, ob ich nach oben gehe. Hier könnten immer, hier kommen immer gerne Leute. Ja. Fallen sind ja natürlich wie immer keine, wenn ich mich wieder brauche. Ah, hier sind Jäger XP. Ah, okay, die könnte ich mehr. Was ist denn das für ein komisches Geruch? Was ist denn das für ein Monster? Gepanzerte. Der andere wird auch verbannt, das ist eigentlich. Wow! Wow! Scharf Heckenschütze durch irgendein Fenster! Als ob der so viel Lack hat, ich da gerade auf die Map guck! Der belebt dich. Ja. LOL!
Als ob. Wow, what the fuck, wie aggressiv sind die denn? Oh, Glück gehabt. The fuck? Alter! Wie hat der mir einen Headshot gegeben? Durchs Fenster durch. Oder. Das kann ja nicht sein, dass er so viel Glück hat, oder? Unglaublich. War das Fenster zu, der Fensterladen? Der hinter mir? Ja, der, keine Ahnung. Ich war gerade vor der Lex. Weil der hat er gerade durchgeschossen, weil der ist jetzt offen. Boah, ich bin echt gerade so ein bisschen so was. Ich überleg gerade, ob ich vielleicht ab hochkommen soll, ja, ein bisschen. Und die laufen noch draußen rum, oder? Mich hat's gerade so erschrocken, ey. Ah, gut, ja. Gerade auf die Map wollte ich gucken. Was? Ich habe einen Dynamitdruck. Schau mal kurz. Mhm. Zwei, ja, beide unten. Wo unten? 195 und 150. Aber super, die sind gut rumgelaufen, also die sind schon gut in Bewegung. Holz. Über mir. Bin aber, glaub ich. Ich bin aber auch oben gelaufen. Okay. Also ich höre Holz. Erstickung von mir. Hier bei mir auch irgendwo. Leute. Erst, sie sind drin. Treffer. Oh fuck, er hat mich auch gut getroffen. Hand. Headshot. Der andere ist auch bei dem anderen Typen. Bei der Türe. Scheiße, ich kann halt nicht rauskommen. Das haben sie echt cool gemacht. Der hat die Tür zugemacht. Bin ich gelaufen. Nice. Okay. Der Push war nice. Nichts. Ich liebe dich, dass du mit rausgelaufen bist. Ich liebe dich dafür. Beim zweiten Schuss, wo ich mit der Coilbill das zweite Mal daneben geschossen habe, ne, dachte ich mir, fuck, daneben geschossen. Aber als du dann getroffen hast, dachte ich mir, geil. Der kann nicht mehr so viel Leben haben, der muss sterben. Der kann uns jetzt nicht beide killen, das geht gar nicht. Dann auf zum Ausgang, würde ich sagen. Ich schau nochmal. Nichts. Sehr schön, sehr schön. Aber krass, dass er weglaufen wollte. Ich dachte, er macht die Tür zu, damit er seinen Mate reanimieren kann. Aber der ist ja voll ins Nichts gelaufen eigentlich. Ja, weil er vielleicht die Schritte gehört hat. Weiß ich nicht. Oh, ich lade mal lieber nach. Ah, ja.
Nice, haben wir gut gemacht. Ich bin gerade echt stolz auf uns. Du hast zwar mehr Arbeit geleistet, aber grundsätzlich war es geiles Teamwork. Teamplay. Also dieses Pushen, das war richtig nice. Ich weiß nicht, ob er das kommen sehen hat, dass wir hinterher rennen. Nee, es war gut, dass du irgendwie gleich runtergekommen bist und so. Ja, aber wenn er gerade die Tür zumacht, ich hatte keinen Bock, dass er sein Mate reanimiert und ich dachte, vielleicht erwartet der das nicht, dass ich gleich da rauskomme mit einer Schrotflinte. Hätte natürlich nach hinten losgehen können, wenn er zumacht und mit einer Schrotflinte vor der Tür steht und dass ich instant weg bin. Aber dadurch, dass er weggelaufen ist, war es eigentlich ganz okay. Aber ich muss sagen, mit der Cornwall bin ich mittlerweile. Also mit der. Tue ich mich momentan sehr schwer. Ich schieße viel daneben mit der Pistole. War schon immer relativ schlecht mit. Wir werden anscheinend noch ein bisschen bekämpft. Ja, ist okay. Kann damit leben. Hi. Wir sind raus. Viel Spaß euch noch. Bitte? So, da So, da Asian. Jo, coole Sache. Schon wieder rausgekommen. Jetzt weiß ich, warum ich ausgelassene Frames hatte. Paar. Wieso? Weil vorne habe ich noch in 4K aufgenommen. Ah, oh, okay, ja, gut bei der Hand. Das zieht. Ja, das zieht eben, aber jetzt habe ich normal gemacht, also in HD, jetzt habe ich keine ausgelassenen Frames. Aber dafür ist beim anderen wahrscheinlich hin und wieder mal ein ganz kurzer Ruckler drin, aber vielleicht ist die Qualität höher. Ich glaube, darum, ich glaube, damals bei Tomb Raider hast du es auf 4K eingeschaltet. Ja, genau, bei Tomb Raider. Und das war mein letztes Projekt. In Ordnung. Und da war die Qualität richtig gut. Genau, ja. Also original. Ja, kannst du Hand vielleicht in 2K aufnehmen? Mal probieren. Weiß ich nicht. Müsste ich mal angucken. Also dieser Headshot, der war schon heftig, Alter. Ich weiß nicht, war hinter mir das Ding offen und ich hab's nicht gerafft und stand dann dort und hab auf die Map geguckt. Aber dass der dann auch so viel Glück hat und genau dann da reinguckt. Mit Heckenschütze. Nee, also der hatte anscheinend irgendwie ins Fenster reingezielt und er hat dich irgendwie gesehen und krass, also so viel Luck wieder haben. Wir mit unserem Fenster, ganz ehrlich. Ja. So, erstmal Dünenbollwerk rein, ist auch nicht schlecht. Ich hau jetzt Fächern rein. Zack. Windhund. Kettenrevolver. Brauche ich eigentlich nicht mehr. Nee, Fächern brauche ich eigentlich nicht, theoretisch. Ja, doch, wäre manchmal vielleicht, wenn ich das zweite Mal die Schrotflinte daneben hau. Nee, ich glaube nicht. Tiermaske überleg ich gerade, weil es auch sehr oft sehr hilfreich. Aber mittlerweile braucht man die Haftbombe gar nicht mehr so, ne? Also ohne Haftbombe kommen wir auch irgendwie zurecht. Ja, das stimmt. Dauert zwar etwas länger, aber... Ja gut, wenn man natürlich die Nahkampfwaffe findet, in der Nähe geht's. Ne? So Assassinen und sowas. Ja. Es ist auch komplett leiser dann, also diese Expedition hörst du auch nicht. Bei der Spinneken ist es richtig schnell. Aber es kommt immer wirklich drauf an, wie der Boss gerade ist. Wenn zum Beispiel die Spinne da ist und die zum Verrecken einfach nicht kommt, dann... Genau. Oder auch diese Vogelscheuche da. Da findet man halt keine Nahkampfwaffen oder so. Das ist immer ein bisschen nervig bei dem Typen. Kurze Frage, hast du Schlange? Nein. Dann nehme ich Schlange. Ach, Salamander hätte ich auch nehmen können. Na, jetzt ist es zu spät. Ja, ich habe Erstickungspunkte mehr. Stimmt, die habe ich auch dabei. Aber trotzdem ist es nicht schlecht, wenn man es hat. Jetzt ist die Frage, kann ich das ablegen? Schmeiße ich weg, ne? Kann ich das ablegen? Das geht abzulegen. Dann kann ich hier meine Spritze reinhauen. Und hier meine Gegengift. Muss ich aber zugeben, war auch sehr stark von dir, dass du Ruhe bewahrt hast, als die da random dauerhaft reingeschossen haben. Dass du einfach weiter reanimiert hast. Das war stark. Ja, aber hätte auch riskant sein können. Ja klar, wenn ich hab Angst gehabt, dass sich halt ein Zufallstreffer erwischt und du gleich wieder tot bist. Vor dem hatte ich bislang. Ja.
Aber gut, manchmal und ist Risiko spielen. Dann haben sie auch die Feuerbombe reingeworfen, also das hätte echt nach hinten gehen können. Hab ein bisschen Timeluck, sag mal so. Hätten sie gleich, nachdem sie mich getroffen hätten, die Feuerbombe reingeschmissen, wäre es problematisch gewesen. Ja, oder hätten sie gleich reingepusht. Ich glaube, dafür waren sie zu weit weg. Stimmt, da waren sie noch nicht ganz so nah. Weil der hat mit Heckenschütze mich durchs Fenster, da waren, ich weiß nicht. Da war gefühlt wieder so ein Spalt und ja. Ja. Ärgert mich, dass ich den zweiten Schuss mit der Kornkugel nicht getroffen habe. Das war der zweite Tod, weil du in der Map drin warst, oder? In den letzten ja. 3 Tagen oder so. Ja. Schubsel bitte. Vor dem, das ist damals nie passiert, oder? Nee, nicht häufig. Ist bestimmt auch mal passiert, aber... Ist bestimmt mal passiert, ich kann mich nur nicht dran erinnern. Habe ich schon verdrängt. Wirklich, ja. Gut, ich habe jetzt einmal mit 4K aufgenommen, denke ich mal, und einmal jetzt mit HD, dann können wir ja mal auf YouTube genau den Unterschied angucken. Ja, und dann mal mit 2K aufnehmen, wenn es geht. Mal gucken. Weil du tust in OBS einfach nur 4K einstellen, also die Auflösung genau, fertig, oder? Und dann skaliere ich das. Also das wird dann so gesagt auf runter skaliert. Also in OBS skalieren. Ja, da, nee, ich glaube YouTube macht, ach keine Ahnung, was weiß ich. Ich nehme auf 4K auf, aber ich glaube auf YouTube geht dann aber nur 2K da. Aber sonst machst du nichts, oder? Also tust du die Auflösung bei Aufnahme ändern? Ich tue nur und die das Auflösung ändern, ja. Okay. Ja, okay. Aber ich musste heute nochmal nachgucken, das ist schon so lang her. Mhm. Vielleicht hat das auch aber gar nicht funktioniert, vielleicht ist es jetzt komisches Format oder sowas. Weil das hatte ich auch mal das Problem, dass das dann alles komisch aussah, formattechnisch. Da hat man nur so eine Ecke von dem Bildschirm gesehen. Ja, weil ich will ja sagen, weil du hast ja keinen 4K-Bildschirm und wie kannst du dann in 4K aufnehmen? Das, ja, man kann es oben skalieren, aber wieso schaut es dann gut aus? Das ist die Frage. Weil es wieder runter skaliert. Und ich habe keine Ahnung, ich bin kein Technik-Freak in der Hinsicht, aber es funktioniert auf alle Fälle. Ja, passt. Also weil irgendwie, du verarschst damit YouTube sogar irgendwie so in der Art. Ja. Weil du, die nehmen einen anderen Encoder. Ne? Nee, passt, das merke ich mir, weil wenn ich dann doch irgendwo mal wieder was aufnehme und das nicht Hand ist, kann ich mal auf 4K aufnehmen. Ja, dann muss ich heute nochmal gucken, genau wie das funktioniert oder morgen oder so. So. Wow, fuck! War natürlich so klar wieder. Jetzt war ich in der Karte drin. Ah, du bist nicht tot. Nein. Irgendwie starke Waffe, weil ich vorher was fast tot. Der ist hittet! Nein, Abner kommt auch! Den du gekillt hast, den habe ich gerade gehittet. Das war mega nice. Als er reingesprungen ist, habe ich den von hinten erwischt. Ich muss nachladen. Wie dann? Die andere hat Fächern oder auch irgendwas ganz Starkes. Relativ. Ja, Erstickungsbombe. Der ist oben am Turm. Der ist hier oben drin. Boah, fuck, der hat schnell reagiert. Heilige Scheiße, war der schnell. Fuck. What the fuck? Oben. Ja, ich weiß. Getroffen. Scheiße, ich bin tot. Der hat eine Bornheim. Ist er tot? Nee. Aber der muss sich healen, weil ich ihn getroffen hab. Okay, dann Hit! Ich muss nachladen. Hinten bei dem Heuballen. Immer noch. Okay. Also der ist leider gut mit der Bornheim. Der ist richtig gut, ja. What the fuck?
Und Lebel hat er. Hat keine Ahnung, er hat durchs Holz irgendwie durchgeschossen. Er sieht mich, also da brauchst du nicht rauslaufen. Der Fuck, Alter. Pass auf das Fass auf, ne? Nicht, dass du aus Versehen drauf schießt, wenn er da vorbeiläuft. Hat Hausbombe. Jo, ciao, Ticker 2. Alter, der ist richtig gut. Sorry, der war unfassbar gut mit der Bornheim. Der hat alle drei Schüsse jetzt getroffen. Ja. Der war wirklich fucking gut. Der war richtig gut. Der hat alles getroffen. Die 100, Rang 100. Oh, ist es ein anderes Team da? Lol. Jawohl, komm, jetzt verrückt der andere. Jawohl, ist es auch tot. Er wollte wenigstens das. Lol. Was? Prestige 100, Rang 100. Was? Wie viele Stunden hat der im Spiel? Also der war wirklich, also ich fühle mich jetzt auch nicht scheiße oder sowas, weil der richtig gut war, ey. Es war krass, der war richtig gut. Bist du des Wahnsinns, Alter. Aber dafür, also, dafür haben wir uns also, dass jemand mit Bornheim so gut spielen kann. Auf Entfernung hat er mich zweimal hintereinander getroffen, aber die dreimal hintereinander richtig hart getroffen. Mich hat er jetzt auch sofort dreimal hintereinander getroffen mit der Bornheim, ne? Ah, ich hab zwei Teams. Ich habe ihn angegriffen. Ja, gut, wir wären so oder so verreckt. Das sind jetzt zwei Teams sogar. Ja, sag das nicht. Hätten wir die vielleicht geschafft, hätten wir die anderen auch nur überlebt. Man weiß es nie. Wir haben schon drei Teams gekillt. Ja. Boah, aber. Der war richtig gut. Der hat ja jeden Spalt irgendwie gewusst auf dieser Karte. What the fuck? Das war krass, ja. Der hat richtig gut getroffen. Mich hat er auch heftig vorhin einmal getroffen, das habe ich vorhin schon gemerkt, dass er gut ist, weil der hat so schnell reagiert, weil ich habe ja gesehen, dass er oben reinrennt, ne? Ja. Und dann habe ich den rechts erwartet und der kam raus und hat mich instant getroffen. Instant. Mit der Lebel. Das war krass. Habe ich mich geheilt und dann kam natürlich, dann warst du tot. Das war... Schau mal in den Stream, schau mal in den Stream, gegen welche Leute wir gespielt haben. Warte, ich kann es selber Team-Details machen. Das waren zwei Sechser, Mann. Was? Schau dir mal die ganzen Teams an! Was das für Level sind! Was? Und wir kriegen das Team mit den 2-6ern? Aber halt auch 2-5, 2-5, 2-5, 1-5, 1-4. Alter, was war das aber denn was ist jetzt? Das? Wir haben ein Matchmaking von 4. Von 4. Such-Matchmaking. Du bist 5, ich bin 4. Wir haben ein Matchmaking von 4. Und warum? Die haben bei Team 4. Die haben ein Matchmaking von 5,5. Für was existiert das überhaupt, wenn wir mit Matchmaking 4 zu jemandem reinkommen, der 5,5 hat? Hä? What the fuck? Der kann... Also da hat man jetzt schon einen heftigen Skill-Level gemerkt. Aber ich bin gerade ein bisschen beängstigt, dass wir uns trotzdem mega gut geschlagen haben. Ja, also dafür, dass das jetzt anscheinend bessere Leute sind wie Sigismund, ja. 2 Sechser und wir haben einen davon gekillt und den anderen, den habe ich, glaube ich, 3-mal gehittet. Ja, ich habe ja. Verrückt, verrückt. Oh, aber jetzt habe ich Angst, dass dass wir jetzt öfters solche Runden dann wieder kriegen jetzt. Ja, da habe ich auch Angst. Und vor allem, wenn du einen Sechser killst, ne? Weil du hast ihn ja gekillt. Nicht, dass du noch jetzt voll hoch. Oh, guck, der gewinnt gegen einen Sechser. Den tun wir auch mal hoch matchen. Alter. Aber dass wir auch genau auf dieses Team stoßen am Anfang, ne? Aber hast du gemerkt, der war null ruhig. Also der hat sich durchgehend bewegt, ne? Also der ist richtig... Das hast du die ganze Zeit gehört, diese Springen. Naja, irgendwie. Aber ich war schon cool. Ich bin immer so ein bisschen, ich hab genau gewusst, wo er war und hab mich immer so erstmal so rum um den
War cool. Hätte ich ihn, glaube ich, beim ersten Schuss mit der Coldwell vielleicht getroffen? Ja, ich glaube, da war ein Ticken zu weit weg für die Coldwell. Ich glaube auch, ja. Ja. Ich habe gehofft, dass er ein bisschen da näher ist, also dass er reinpushen wollte. Ja. Aber das konnte ich ja dann nicht mehr. Aber ich hatte keine Chance mehr, die Waffe zu wechseln. Der hat mich alle drei Hits hintereinander so schnell getroffen, da hat man das Aim schon gemerkt. Das war heftig. Krass, scheiße. Holy Mann. Shit. Schade, ne? Sonst. Den Jäger, den hatten, mit dem sind wir jetzt schon häufig rausgekommen gewesen. Und dann bekommen wir sowas. Das ist natürlich ein bisschen. Aushebeln und Kugelfänger. Schwer. Ich spiele dann trotzdem, glaube ich, jetzt nochmal die Winfield. Leichtfuß scharf. Widerstandskräfte, das ist schon mal gut, dass ich es habe. Nach Abfeuern eines Schusses mit einem Repetiergewehr bleibt Kimme und Korn an sich bestehen. Das heißt, hört sich doch sehr nach Level an, oder? Was wir jetzt aber noch machen, ist eine Munikiste. Kaufen, verwenden und da tun wir noch. Weiß nicht, aber jetzt auch die vorigen Runden. Also wenn ich mit der Lemat nur normal schieße mit dem Revolver, treffe ich fast nichts. Also irgendwie komme ich mit der nicht so gut zurecht, muss ich sagen. Also auch wenn sie diesen Schrotflintenlauf hat, ich weiß nicht, ob ich sie überhaupt als Nahkampfwaffe mitnehmen soll jetzt in Zukunft. Es ist natürlich, also ich verstehe dich, ich treffe mit der auch. Also ich bin eigentlich, keine Ahnung, ich habe es so oft noch nie verwenden können, aber... Himmel im Kuchen sieht nicht so schlecht aus bei der Waffe, aber irgendwie... Ich weiß nicht, irgendwas habt ihr, damit ich nicht so gut treffe. Ich nehme sie halt immer mit als noch wirklich Not-Nahkampf. Weil ich glaube, es ist besser, eine Schrotpatrone zu haben, bevor ich da mit einer Libelle oder so vor jemandem stehe. Oder mit einem Karabiner. Ja. Aber bei der Lemat muss er wirklich sehr, sehr nah vor dir stehen. Damit ja klar, ich sag dir, die ist wirklich nur für Notfall, dass ich wirklich weiß, oh, die pushen. Und jetzt dann wechsle ich auf die Lemat und hock mich hinter einer Tür. Das ist... Ja. Aber jetzt hier. Oh. Nehme ich Schalldämpfer mit. Ah, du hast Schalldämpfer dabei. Also ich habe Giftmunition. Das heißt, ich kann alles schnell erschießen, bis auf die Frau. Also Frau. Soll ich auch Schalldämpfer ohne Gift mitnehmen, was? Hätte man eine andere Möglichkeit, die noch zu killen, die Frau? Ja, mit zwei Kopfschüssen von dir, aber... Ist halt auf Dauer wahrscheinlich Munitionsverschwendung. Yep. Ja, komm, dann nehme ich einfach Ding mit. Nimmst du Erstickungsbombe mit? Ja, hab ich drin. Ich hab so viel kostenloses Zeug. Was hab ich denn? Ich hab eine Giftbombe dabei. Ah ja, ich nehme mal eine kostenlose Giftbombe mit. Ah, Munikiste ist ja schön. Ja, mit der Lebel sicher. Aber ich bin froh, dass das heute eigentlich einigermaßen läuft. Ich wollte gerade eben das Gleiche sagen. Das Hand eigentlich heute so ganz in Ordnung ist eigentlich. Ja. Selbst jetzt der Fight gegen den da, finde ich echt überraschend, ist sehr gut gelaufen, ne? Ja, wir haben relativ lang durchgehalten. Ja, dafür, dass es zwei Sechser waren. Aber eigentlich macht mir das Angst. Eigentlich will ich das gar nicht, dass es gut läuft. Ja, weil halt, wenn es einmal vorkommt, kann es halt sein, dass es öfters vorkommt. Also, ich weiß nicht, ob ich das ist heftig. Bin. Also, ich hätte uns niemals so eingeschätzt, dass wir gegen zwei Sechser kämpfen. Ja, weil das ist schon ein Witz. Also, wenn du wirklich sagst, dass Siegesmus 5, dann ist es wirklich ein Witz. Also, er war schon mal 6, aber er schwankt halt zwischen 5 und 6, sag mal so. Er ist so wie du mit 4 und 5. Meistens 5, aber hin und wieder, wenn er 2, 3 gute Runden hintereinander hat, ist es 6. Ne, also, Na, hoffentlich, solange es jetzt nicht dauerhaft wird. Also, ich habe jetzt Brandmunition dabei. Man könnte vielleicht bei Aushebeln ganz nice sein. Bei Aushebeln definitiv, ja.
Dass er dann ein bisschen rumfackelt und auch wenn er mich vielleicht killt, dass der Brand ihn dann vielleicht killt. Er es nicht mehr komplett hochhalten kann. Du machst den Rest. Sowas hoffe ich. Ja, weil die Kimmel und Korn von der Windfülle ist eigentlich ganz nice, muss ich sagen. Aber wir haben jetzt schon so oft Gegner, also das ist ja häufig mittlerweile vorgekommen, ne? Dass wir Gegner direkt neben uns haben. Das kommt immer häufiger vor, habe ich das Gefühl. Ja. Alter. Kann mich gleich mal nach Heilung suchen, ja? Wo ist denn der? Ist der drinnen? Oben. Oben auf dieser. Ich hoffe, dass das Pferd einfach so gewiehert hat. Ich schaue schnell nach Heilung für dich. Hier oben ist gefunden. Hast du was gefunden? Ja. Okay. Ja, wo geht's denn jetzt? Ach, es ist nur ein Boss, ne? Also wir haben es nicht eilig. Nee, also wir können auch gern zur Kapelle gehen, weil Portrike, man muss ja nicht freiwillig zur Portrike gehen. Mit Brandmunition wäre die Spinne, glaube ich, ganz geil, ha? Ja. Ja, gut, aber wenn ich dann keine Muni mehr habe gegen angreifende Teams? Das ist natürlich dann hart belastend. Gut, da ist zwar Munitionskiste dabei. Ach komm, ey. Ich sollte aber vielleicht auch nicht so viel ballern jetzt mit einer Gunschalt im Bauch, wenn es Spaß macht. Ja, den mache ich schon. Oh, ich glaube, er hat noch 2 Gift-Hits, oder? Oder auch 3. Alter, du bist schon so weit vorne. Ja, ich wollte jetzt nicht im offenen Sumpf da rumstehen, ey. So. Aber bei einem Boss hätten wir wieder die Chance, dass wir vielleicht ein paar angreifende Teams erschießen können, wenn wir nicht zuerst bei der Spinne sind. Also, dass wir nicht direkt verteidigen, mag ich irgendwie nicht so gerne, muss ich zugeben. Ich will das mal sagen. Früher haben wir immer das beim Angreifen gesagt. Ja, angreifen mag ich grundsätzlich auch nicht. Am liebsten mag ich, wenn wir wohin kommen, wo schon jemand gegen den Boss fightet und schon angegriffen wird und wir das angreifende Team angreifen. Das mag ich am liebsten. Almoni. Das ist mein... Oh, was liegt hier? Romero. Das ist mir eigentlich immer am liebsten. Ein Stillwater Band. Oder Alice. Aber lieber oder Stillwater, da müssen wir nicht über das Wasser hier. Gut, wir könnten über die Brücke. Finden wir. Oh, Schüsse. Aber die Schüsse kommen eher von... Es ist Schuss eher Lock Bay oder Alice. Der ist Farm wahrscheinlich schon fast ein Lock Bay. Ja, ich auch. Gehen wir da hinten aber über die andere Brücke. Lauf mir mal Richtung Schüsse. Ja, mal zu den Schüssen hin. Die Schüsse sind nicht Alice Farm, die sind schon weiter, oder? Ja, Lock Bay, würde ich sagen. Magst du gleich zu Lock Bay? Oder magst du noch den Hinweis bei Alice holen?
Haben wir da überhaupt Spinne? Spinne ist bei Endless Farm. Kann das sein, dass ich es gerade gehört habe? Oh, Hilfe, 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 Hilfe. So. Oh. Was ist da? Widerstandskräftig? Da. Ist da kein Gegner, bitte, ist da kein Gegner. Immer rein. Wo ist denn die scheiß Leiter oder die scheiß Treppe? Wie komme ich denn da hoch? Ach, hier war die Leiter gleich. What? Oh scheiße. Ist offen. Psst. Ganz ruhig. Du, so, ja nee. Also die fighten nicht beim. Oh! Lol. Jetzt darf man hier drin. Also die fighten nicht beim. Doch, Boss, doch. Vielleicht doch Stillwater. Oh, das kann schon sein. Ist halt zwischen Lockbay und Stillwater irgendwie so Schüsse. Keine Ahnung. Das ist schwierig zu lokalisieren. Soll ich schon mit Gegengift rein? Oder soll ich die Gegengift schon reintun? Ja, die tue ich jetzt rein. Wir kommen ja jetzt zum Fighten, ne? Ja, toll, Kasper. So. Wollen wir direkt zu den Schüssen, wow, bei Lockbay oder? Die werden im näher, oder? Ja. Sehr, sehr nah. Bin doch schon direkt irgendwo vor uns. Aber ich direkt von uns auch. Vorne. Vor uns. Da beschießen sich zwar. Jetzt ja nicht Sandwich werden. Einer läuft hier runter. Hab ihn. Sehr schön. Der zweite, oh, kommt weg, 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 weg. Der andere ist drüben, glaube ich. Kann man den einfach liegen lassen und erstmal wieder ein bisschen zurückfallen, weil hier ist scheiß Posi, finde ich. Weil wir fighten halt jetzt nicht nur gegen das Team gerade. Ja. Zum rübergehen? Nee, also geht gar nicht, ne? Das ist keine Brücke. Nee, komplett. Ist das schlecht, ne? Krass, der ist, und der tut mir gerade fast ein bisschen, eigentlich tut ein bisschen leid. Der ist voll in unsere Arme gelaufen. Und hatte keine Deckung, gar nichts. Er hat hier auch noch irgendwo. Was halt nicht, wo sein Mate ist. Ich weiß nicht, ob er auf der anderen Seite vom Fluss war oder. Weil das hat sich so angehört. Ja, der Schuss hat sich so angehört, ne? Gut, könnte sein, dass er vielleicht wieder lebt. Ja. Ich will halt nicht Sandwich werden, gerade ein bisschen. Das ist mein Prop. Ich habe halt bislang Angst nicht, dass er jetzt da auf der anderen Seite so hinter uns geht, jetzt irgendwie. Anzünden ist halt auch zu gefährlich, finde ich. Weil der so offen jetzt, ist. Ja. Da ist er. Der hat sich im Busch gehockt. Da. Ah, ja, sehe ich. Ich muss nachladen. Eigentlich nicht, aber egal. Was hat er denn? Ich sehe ihn nicht. Wow! Der hat eine starke Waffe. Hit. Er ist weiter nach links gelaufen. Weißt du zufällig, ob drin Heilung war? Nee, leider nicht.
Ja, ist gar nicht mehr so schlecht, leider. Ja. Heilung. Ah, fuck, der hat eine starke Waffe, da hast du recht, ja. Der trifft halt echt gut, leider. Ja, weil mit meiner Windshield brauche ich es, glaube ich, echt nicht auf Entfernungskampf gehen. Achtung, Fass. Ich habe keine Muni mehr. Bei dem Muni drin? Hier ist Muni. Wenn du normale Muni hast. Ja. Also, dass du dir jetzt echt die Zeit nimmst, da reinzugehen. Eine Kugel bekomme ich da? Ach, leck mich doch im Arsch. Also, wie viel Muni man bei der Lebel bekommt, ist ja schon ein Witz, ne? Der pusht aber relativ vorne, also ich glaube, dass der auch irgendwas Nahkampfmäßiges hat, weil der irgendwie wollte, über den Fluss wollte. Hier ist Muni. Och, das ist so dumm, jetzt habe ich die eine Patrone, die ich bekommen habe, weggeschmissen. Ja, weil ich immer das vergesse. Ich will natürlich die drei Patronen, die ich habe, gleich reinfüllen. Was, Geld? Fuck, ich habe nur noch drei Schüsse, ne? Echt? Der hat mir echt viel Muni gekostet, weil ich den so nicht getroffen habe, was mich so wundert. Der war so oft drinnen in meiner Range. Ist ja noch eine Muni-Kiste im Notfall, ne? Wo? Oh. Ne, die habe ich ja schon verwendet gerade. Damit habe ich ja drei bekommen. Aber da habe ich die eine, die ich gerade hinbekomme, gleich wieder rausgeballert. Okay. Ja, ist natürlich fail. Wo sind eigentlich die ganzen anderen Schüsse hin? Das ist auch ein bisschen irritierend. Hier wird der Mage schon wieder geholt haben jetzt. Oh, da ist ein Muni, das ist gut. Gut, jetzt weiß ich halt nicht mehr, wo der ist, ne? Hier wäre noch mal Leben, wenn es ist. Bei mir Steps! Ich komme. Viele? Ist das ein zweites Team oder das andere Team? Oh, scheiße. Du bist in einem anderen Gebäude drüben, oder? Ich bin drüben, ja. Scheiße. Die sind aber jetzt leise geworden, weil sie mich wahrscheinlich gehört haben. Nahkampf. Die was? Ja, bei mir rein. Komm hier auch nicht mal raus, glaube ich. Oh, scheiße. Versuch raus, Achtung, ich versuch rauszukommen. Weil ich hier drin bin, bin ich echt am Arsch. Bin zweimal getroffen. Er ist da reingelaufen. Der andere ist noch in dem Gebäude drin. Da ist einer drin. Wow! Ja, tot. Lol, wie hat denn der jetzt? Also keine Ahnung, wie der mich da erwischt hat. Ah, der ist unten. Okay. Ich weiß ja nicht, dass du keinen Schuss mehr mit der Lebel hast, ey. Das ist Munition gewesen.
Direkt vor dir. Hä? Na egal. Bevor ich jetzt such. Lebel noch nachladen, das wird zwei Schuss. Er holt sein Mate. Nee, keine Chance. Nein! Das dritte Mal daneben geschossen! Ich habe kurz überlegt, ob ich auf Nahkampf gehe. Warum ist die Nah ganz so kacke, Mann? Mann, war ich gerade angespannt. Scheiße. Oh, scheiße. Ja, sorry, also ich weiß nicht, wie er das geschafft hat. Er hat mich irgendwie, er war im Gebäude und hat mich irgendwie erwischt. Also das waren wieder so heftige Spieler gefühlt. Also, ich... Der hatte jetzt einfach die stärkere Pistole. Oh, Mann. Hätte ein bisschen weniger Leben gehabt, oder? Wenn das Gift gewirkt hätte, aber er hatte eine Gegengiftspritze. Ah, schade, richtig schade. Weil ansonsten wäre es geil gewesen. Den einen habe ich ja dann instant wieder gekillt. Wir wollten eine Tangbewegung machen, aber den habe ich ja sofort wieder gekillt. Das war geil. Kurz habe ich überlegt, als ich den gekillt habe, wusste ich, dass der eine mich pushen wollte. Ob ich einen Schlagring nehme. Aber ich habe, das ist so schwer mit Schlagringen zu killen. Ja. Ich glaube, in der Zeit bist du bei ihm gewesen wärst, wahrscheinlich. Ja. Ja gut, aber jetzt hatte ich fast die Zeit. Ich habe zweimal mit an der Gun schießen können. Und das hat so ein, weißt du, dieser Hebel nach hinten, der dauert so lange. Beim dritten Mal, glaube ich, ich weiß nicht, ob ich den gekillt hätte. Ja, wir haben wieder gegen zwei Fünfer gespielt. Echt? Oh. Ja. Boah, da war eigentlich das Fünfer-Team und dafür war es okay. Leider war ich keine Hilfe. Ja, dem Papa Geld, den habe ich einen Headshot gegeben. Krass. Eine Armbrust bekommen als Blutgabe. Dankeschön. Für nichts. Ach, die mit der Bounty waren schon draußen? Nee, ich glaube, es hat so angezeigt, dass die halt die ersten waren wahrscheinlich, die es gehabt haben. Ja, aber wir haben uns richtig gut geschlagen. Also dafür, dass wir eigentlich nicht für diesen Fight ausgerüstet waren. Ja. haben wir uns echt gut geschlagen. Vor allem ich mit meiner Bell. Gut, der eine, der hätte... Gut, aber eigentlich meine Muni habe ich eigentlich verbraten bei dem, der sich dann null eingemischt hat. Ich glaube, der hat sein Mate geholt, während wir gefightet haben und uns jetzt abgehauen, glaube ich. Ja, dann wäre es wahrscheinlich anders gelaufen. Wenn du jetzt noch ganz am Schluss die Lebel gehabt. Ja. Da wäre der jetzt wahrscheinlich schon tot, ja. Aber mit einer Gun, das ist dann halt super schwer, ne? Wieder aushebeln. Aber mal für YouTube kurz wieder. Also bitte mal alle Twitchler jetzt kurz nicht zuhören. Auf YouTube bedanke ich mich fürs Zugucken und man sieht sich im nächsten Video. Ciao.